Willkommen zurück zu Oddworld Apes Exodus! Ich habe es jetzt geschafft, in diesem ersten Secret den Mudarkens nach ganz links zu bordern. Und befreie sie jetzt. Und jetzt muss ich in den Brunnen springen. Es hat ja noch gar nicht richtig angefangen, Leute. Ich muss sie nur halt mal retten. Ich mach das mal eben. Und dann, wenn es dran ist, erkläre ich, was es eigentlich damit auf sich hat. So, ihr stellt euch bitte intelligent, bitte. Ganz genau, jeder an ein Rad. Dann sagen wir an die Arbeit. Und alle drehen simultan am Rad. Und damit öffnet sich die Tür. Sehr schön gemacht. Ich kann euch retten. Und kann dann, weil die an den Rädern gedreht haben, nach links gehen. Und dort finde ich dann nichts. Und dann finde ich dann weitere Mudarkens, die ich alle retten kann. Die sind alle schlecht drauf, aber das macht nichts. Die werden jetzt da rausgelassen und dann gerettet. Was es mit den Launen auf sich hat, das werden wir noch rausfinden. Ich jump mal zurück an den Anfang. Mal sehen, wo der Brunnen mich hinbringt. Das war natürlich super. Ich mache an der Stelle vielleicht mal ein Quick Save. Habe ich schon mal erwähnt, es ist sowas wie ein Safe State. Das sind mehrere hier, ne? Fliegendes Leaks. Aber dazu später mehr. Wir gehen jetzt eher in den Tutorial-Bereich. Endlich mal. Verlassen dieses erste Secret. Und kehren zurück auf das erste Bild, was man sieht hier im Spiel. Um zu gehen, drücke nach links und rechts. Okay. Das könnt ihr euch vielleicht denken. Willkommen in Stollen 1. Hier stehen und nach unten drücken. Das war damals eine wunderbare Erklärung. Besser als in Oddworld Apes Odyssey. Um zu rollen, hocke dich erst hin und dann, ja, wissen wir doch. Und hier erlernen wir weitere Moves, zum Beispiel an diesen Händen. Wo wir jetzt übrigens nur noch drei Finger an jeder Hand haben, was mich wundert. Hier stehen und nach oben drücken. Und wir können die Informationen lesen. Und das sind die verschiedenen Launen. Wütend, er explodiert gleich. Entschuldige dich bei ihm, indem du dich neben ihn stellst und L2 bloß Kreis drückst. Ehe er dich ohrfeigt. Oder einen anderen. Albern. Niemand sollte so lustig sein. Ohrfeige diese Kerle, um sie zur Besinnung zu bringen, indem du dich L2 plus X drückst. Ja, indem du dich drückst. Ja. Deprimiert. Stelle dich neben ihn, entschuldige dich, L2 plus Kreis, dann hört er auf zu weinen. Aber bloß nicht aufhalten, sonst bringt er sich um. Ja, es gibt welche, die machen Selbstmord, wenn sie zu depri sind. Das ist ganz lustig. Also wenn wir mal irgendwas versaut haben, zeige ich euch das gerne. Wie die Selbstmord beginnen. Krank. Er hat eine Brühe über deinen Durst getrunken. Besorge dich für deinen Mudarken-Schaman einen heilenden Ring. Dann chante, um ihn zu heilen. Das wird erst im letzten Level von Bedeutung sein. Und Blinde. Er läuft deiner Stimme nach, also denk dran, warte zu sagen. Sonst läuft er in eine Knochenmühle hinein. Also er läuft einfach weiter. Er hört auf die Stimme und nicht das, was er sieht. Weil er sieht ja nichts. Da wir das gelesen haben, geht das Tor auf. Hier stehen, noch oben drücken. Springen mit Dreieck. Und jetzt ganz kompliziert. Laufen. Man sieht's kaum. Laufen, nach links drücken und springen. Dann machen wir einen weiten Sprung. Hier hochziehen, drücke oben. Ihr seht schon, hier geht der Punk ab, mehr oder weniger. Wir sind ja im Stollen. Da graben die Knochen aus. Das ist der typische Mudarken-Unterhaltungswert. Wir werden auch Oddworld 3 Let's Playen. Das ist Munch's Odyssey. Da reden die richtig miteinander. Ey, wie geht's, Alter? Hm, mach mal ein bisschen mit Schmackes. Okay, wenn's sein muss. Ja, aber hier sind wir noch ein bisschen primitiv. Achtung, was bewegt dieses Ventil? Er wird nass. Das mag er natürlich gar nicht. Ist wütend. Mitkommen? Nein. Sorry, okay. Wenn es so einfach ginge immer. Wir müssen uns entschuldigen bei ihm und dann geht das Ganze. Es gibt in diesem Spiel ziemlich viele Secrets. Ich hoffe, ich übersehe keine, weil am Ende stehe ich dumm da. Und die 100% wurde irgendwo nicht geschafft. Jetzt haben wir Lachgas, das ist schwierig. Wir laufen lieber mal links lang. Die sind total benebelt und bekloppt wie unter Drogen. Die müssen auffeigen, dann sind sie wieder bei Verstand. Achso, das war jetzt super dumm von mir. Oh, wir müssen noch rechts lang. Und da laufen die wieder durch das Gas. Toll. Kommt her, meine Freunde. Die da oben, das ist schwierig. Das liegt da oben, hey. Also das sind unsere Feinde. Die können uns erschießen, jederzeit.
So, wir haben beide und sagen jetzt an die Arbeit. An die Arbeit. Und dann klappt das. Wir alle. Jo, mitkommen. Okay, okay. Und dann können wir sie noch retten. Hier rechts ist nämlich ein Vogelkreis. Ja, die Stollen kenne ich ganz gut, aber die späteren Level vielleicht nicht mehr. Da werde ich ein bisschen überlegen und gucken müssen. Jetzt muss ich aber ganz kurz nochmal nachgucken. Wie war das mit dem Mordaken da oben? Mussten wir von da unten schon mal was machen? Boah, ich weiß es nicht mehr. Nee, den lassen wir jetzt erstmal in Ruhe. Das Leak geht nämlich nicht weg da. Das machen wir nachher mit Quicksave. Oh, sorry, keine Absicht. Vielleicht doch. Chin, 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 chin. Lerne hier das Quicksave, du wirst froh sein. Da erlernen wir halt, dass wir Start drücken müssen und dann auf Quicksave gehen, um einen Safe State zu machen. Oh, Achtung, da schläft einer. Wir können natürlich schleichen mit Hilfe von R2 und rennen mit Hilfe von R1. So, da hier ist nichts Besonderes. War hier rechts irgendwas Tolles? Hier stehen oder hier und dann Viereck drücken, um einzutreten. Aber mal wieder Lachgas. Finde ich gar nicht lustig. Kommt her, ihr kriegt nur Aufweig von mir. Es ist jetzt dumm. Weil da schläft ja ein Sleek. Aber wenn wir schleichen, schleichen die auch. Da sind sie intelligent genug. Das begrüße ich durchaus. Obwohl ich finde, das Schleichen klingt lauter als das Laufen. Aber was soll's. Hier müssen beide und wir müssen selbst mit anpacken. Simultan das Ganze. Gleichzeitig. Dann können wir hier runter. Und hier an diesem... Hier dran drücken. Dran ziehen. Um auch das aufzumachen. Und dann können wir alle vier retten. Da, 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 da. Also das Spiel ist wirklich viel besser geeignet für Einsteiger als Edward 1. Schattenzone. Wenn wir hier sind, können uns Gegner oder Sleeks nicht sehen. Wie dumm muss man sein, aber es ist so. So, ab hier schleichen. Ah, natürlich, wenn wir dann natürlich normal laufen, hören sie uns. Also sehen und hören. Aber wie wird er den kriegen, hey? So, ich schleiche mich lieber. Safe State. Der verschwindet auch nicht, ne? Das Leak. Furchtbar. Wenn der ganz links ist, können wir ihm nachschleichen. Hier war nix. Wir können ihn schlagen, komm. Wir haben ihn geschlagen. Das bringt uns nichts. Wir müssen dem Hallo sagen und mitkommen. Musste das sein? Mann gegen Mann. Okay. Sklave gegen Sklaventreiber. Toll. Das ist aber mal gerecht. Aber ein Glück haben wir Safe State gemacht, nicht wahr? Dann starten wir direkt von hier aus. Wie rettet man den, Alter? Das war so blöd, der hat sich gerade geduckt. Oh Mann. Der sich jetzt umdreht. Tut er nicht. Also eins nach rechts kommen. Ducken. Warten, bis er fertig ist. Und dann hallo, mitkommen. Jetzt hat er mich erschossen. Oh Mann! Wie geht das? Ich hab's vergessen. Müssen wir doch von unten machen, glaube ich. Na egal, wir kriegen es auch so hinkommen. Schlagen dich! Oh Mann! Wir haben diesmal wirklich einen Schlagmove drauf. Ihr habt ja gesehen, die Ohrfeigen, wie wir die Lachgas angefallenen Mordakens Ohr gefeigt haben. Ja, so können wir auch die Sleeks attackieren. Das bringt herzlich wenig, aber wir können es machen. Nur ob es unserer Gesundheit dient, ist fraglich. Wie stellen wir das an? Es ist das Blöde, dass er sofort schießt. Es gibt hier Sleeks mit mehreren Aggressionsgraden, versteht ihr? Manche schießen sofort, manchmal gucken erst stundenlang, hey, was war denn das? Der ist ja aggressiv, hey. Ich versteh's nicht.
Wie machen wir das? Ein Versuch hätte ich noch. Wir gehen nach ganz links. Komm mal her. Wir gehen also links vom Sleek. Oh. Hat er den schon wieder erschossen? Okay, Leute, es wird kritisch. Moment. Ich weiß, wie es geht. Och, wie dumm bin ich eigentlich. Also, so geht's normalerweise nicht. Dann lassen wir es und gehen erstmal weiter. Jetzt ist es mir eingefallen, das war... Jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Du da. Okay. Gehen wir erstmal weiter und gucken, was da so kommt. Oh Mann! Das ist scheiße. Da ist ja noch einer. Der hat mein Geräusch gehört, weil ich normal gelaufen bin. Aber der haut ab in einen anderen Bildschirm, wisst ihr? Aber schleich dich, mein Freund. Und der geht jetzt wieder nach rechts, um zu gucken, was unser Sklave macht. Aber hey, der ist hier bei mir. So, okay. Bomben entschärfen! Warten. Okay. Dun, 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 dun. Quick save. Dun, 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 dun. Haha! Beide mitkommen. Und beide retten, bitte. Und zwar hier ganz am Anfang. Ach, sehr schön. Ich bin so stolz. Aber den einen werdet ihr noch sehen, wie man den löst. Zuerst mal müssen wir da in den Brunnen und nach links. Hier stehen und nach oben drücken. Ganz genau. Und wo keine von diesen roten Punkten sind, können wir die Sleeks übernehmen. Oder generell, Leute. Und ihr seht, das sind Flaschen. Das deutet wieder auf einen Secret hin. Sleek übernommen. Und jetzt steuern wir ihn. Und können jetzt in den Hintergrund. So, wir gehen erstmal weiter. Und so war das. Das müsste mir erstmal wieder einfallen. Jetzt sind wir hier. Moment mal. Ich muss mal gucken, wo man dann hinschießt. Schießt man wirklich dahin, wo man auch steht? Wir können in den Vordergrund schießen, okay? Und so werden wir dann auch den einen retten. Oder beziehungsweise den Sleek töten. Komm schon, wir müssen es schaffen. Trete hervor und du bist gekillt. Von mir. Hoffentlich. Astreiner Schuss. Headshot. Auf jeden Fall ist er down, Leute. Und der Sleek hat den behaben. Können wir zerstören. Der ist uns für nichts mehr nutze. Alter. So war das. Müssen wir noch ganz kurz holen. Der Sprung ins Ungewisse. Man weiß nie, ob sowas einen tötet. Ein Safe State. Erleichtert so einiges. Entschärfte Bomben, hier ist eigentlich nichts mehr. Doch einer war da noch. Ich will jetzt nicht irgendwie einem direkt in die... Einer war doch noch da. Ich hätte schwören können. Wo sind der hin? Na egal. Hat sich in Luft aufgelöst. Komm her. Ja, okay. Achso, Lachgas. Na, was soll's. Eine Ohrfeige und alles wieder okay. Weiter im Text, mein Freund. Die Sklaverei hat für dich ein Ende. Nach all den Jahren der Unterjochung. Übrigens, die Story wird Drehungen und Wendungen erhalten. Freut euch drauf, weil Abe weiß ja noch gar nicht, wie er die retten kann, die Geister. Also ihm sind ja nur die Geister erschienen. Die haben gesagt, komm nach Necrom. Und genau das werden wir tun. Necrom ist ein Dschungel. Der ist ziemlich kurz eigentlich, der Dschungelabschnitt. Aber dazu müssen wir erstmal durch den ganzen Stollen. Und Abe muss jetzt selber mal dazu den grünen Flaschen, um die Leute im Hintergrund zu retten. Ray. Da waren nämlich noch Mutakens. Teleporter. Aber das interessiert uns nicht so sehr. Warum und weshalb? Sie sind da. Und wir nutzen sie.
Ja. Da ist ein Vogelkreis. Wo sind die Mutakens? Die Zugehörigen? Hier. Okay, okay. Die werden wir befreien im nächsten Part. Und dann wird es auch weitergehen mit der Story, mit weiteren Zwischensequenzen und das könnte spannend werden. Bis dann und ciao.